Servus und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Eagle, und mit der Tochter des Wolfs, die sich aktuell hier in der Nähe von Haras aufhält. Ich bin jetzt hier nur von Jakulan hier runter nach Haras gegangen in der Zwischenzeit. Ja, des Weiteren habe ich, nur damit ihr euch nicht wundert, mal unseren Einheiten nochmal zumindest zum Teil ein bisschen ein Makeover verpasst, also dass sie mal ein bisschen anders aussehen, weil ich glaube, wir haben ja von diesen Fantasy-Rüstungen zum Teil jetzt auch mal einiges gesehen. Zum Beispiel unsere Garde sieht jetzt ein bisschen anders aus, die reiten jetzt nicht mehr auf diesem fetten Drachen, sondern auf einem, was auch immer das ist, so ein Astralwolf oder was. Und ich habe denen mal eine blaue Rüstung gegeben, ich dachte, das sieht eigentlich ganz cool aus, so in Kombination noch mit diesem Kammhelm, sieht ganz nett aus. Des Weiteren habe ich hier den Schrecken des Waldes noch ein bisschen hier verändert. Also ich habe den hier noch jetzt hier die rote Rüstung komplett gegeben, nicht nur zum Teil. Und außerdem hatten die so eine Art, naja, unsichtbaren Helm, könnte man sagen, haben die auf. Also das ist nicht so, dass die überhaupt keinen Helm tragen, das sieht nur so aus. Die haben schon einen Kopfpanzerungswert, aber das sieht man halt nicht. Und gut, was hatten wir noch? Muss gerade schauen. Ah, die Schwertmeisterinnen haben jetzt eine schwarze Rüstung. Die finde ich, sieht auch extrem cool aus. Und haben halt so einen, ja, so einen Helm mit einem Federbusch drauf. Finde ich, sieht auch ganz nett aus. Dann die Ritter des Wolfsordens haben jetzt hier einen anderen Schild und halt eine von diesen langen Lanzen noch mit dabei. Die Dornenschützen, seht ihr, die sehen jetzt komplett anders aus. Finde ich aber auch ziemlich cool, auch mit diesem Kammhelm. Ich weiß nicht, ich mag die imperialen Kammhelme einfach. Die sehen einfach nice aus irgendwie. Also, das war jetzt so im Wesentlichen die Veränderung, die ich derweil vorgenommen habe. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal in Richtung imperialer Grenze und gucken mal, ob wir da ein bisschen Ärger machen können. Müssen wir halt mal schauen. Was haben wir jetzt hier gerade noch im Clan? Wie sieht's denn da aus? Okay, nee, die haben alle hier wieder ihre Aufgaben zugewiesen bekommen. Das ist sehr schön. Morwena hat hier eine Armee ausgehoben. Interessant. Wo auch immer die hinwollen. Wir müssen mal jetzt auf jeden Fall ins Feindesland und ein paar gegnerische Armeen aufmischen. Das wäre durchaus nicht unwichtig. Lass mal schauen hier. Ach! Guck mal an, Moera läuft hier rum. Ach, wie süß! Man sieht auch den Drachen, auf dem sie da durch die Gegend hoppelt. Wie süß! I'm yours to command. Oh, Alter. Ich muss aber auch echt sagen, ich mag die Fantasy-Rüstungen trotzdem. Die sehen echt cool aus da. Das hat schon was. So, was kann man machen? Ich möchte ein Heiratsbündnis vorschlagen? Warte mal. Ach was, nein! Okay, das wäre ja jetzt witzig. Acceptable. Nein! Warum nicht? Catwin ist nicht verfügbar, warum nicht? Ach, Schweinerei, Alter. Ah, vergiss es. Nö, ist okay. Passt schon. Was haben wir hier? Ach, Basimet läuft hier noch rum. Ja, mal schauen, mal schauen. Wo wir jetzt hier hinkommen. Ich überlege gerade, soll ich versuchen, die Burg einzunehmen? Das könnte ich eigentlich probieren, ne? Da muss ich aber nur mal ganz kurz. Wie war's? Ja, genau. Ich habe mir nämlich noch eine schwere Kavallerielanze hergestellt gehabt. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Was hatten wir denn da? Ah, genau. Müssen wir das nämlich hier mal umstellen. Und da machen wir das nämlich so. Dann ist das die Hauptwaffe. Und die große Tasche mit Bomben kommt hier mit dazu. Wunderbar. Das ist hier quasi meine Belagerungsausrüstung. Und wir belagern den Bums. Ich überlege gerade, ob ich da jetzt wirklich großartig jetzt hier alles zu Klump schießen soll. Andererseits, so locken wir vielleicht die Imperialen mal aus der Reserve. Ah, mal gucken. Wir müssen aufmerksam sein einfach. Nein, da hinten ist so ein bisschen Aktivität. Das sind größere Truppenverbände, aber die scheinen sich noch nicht so eine Armee zusammenzuschließen. Aus welchem Grund auch immer. Ach, da kommt Morwena die Heldin mit ihrer Armee auch noch vorbeigelatscht. Was denn du los? Ach, mein Neffe. Was mache ich denn mit dem? Hier, komm, mehr Kontrolle.
Och, nice. Medizin ist auch gut. Medizin ist immer ein guter Skill, wenn man den früh levelt. Alter, 1000 Leute. Ja, nicht schlecht. Ja, Morwena legt sich echt ins Zeug. Das muss man ja lassen. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Bei unseren Clans. Wie sieht's denn da aus? Der Clan hier, Skoyatolo, ist Clan Rang Nummer 2 immer noch. Kervo aber immerhin schon Clan Rang 3. Stella Polare ist noch Clan Rang 2. Ich frage mich gerade, woran liegt das, ob die irgendwie weiterkommen oder nicht? Wisst ihr was? Ich gebe denen jetzt einfach nochmal ein bisschen Geld. Vielleicht geht's damit dann schneller. Ich sagte, ums Geld geht's mir ja hier nicht. Wir haben so viel davon. Das ist kein Problem. Wir können ja jetzt selber eh nur bedingt was damit anfangen. Okay. Achso, das kann während deiner Belagerung nicht durchgeführt werden. Ja, dann tut's mir leid. Entschuldigung. So. Aber das Geld schmilzt schon ein bisschen ab. Nicht allzu viel, aber so ein bisschen. Ja gut, wir sind so drückend überlegen, ganz ehrlich. Oh, aber trotzdem, mit zwei von diesen Katapulten ist das immer so ätzend. Oh Gott, das wird wehtun. Oh. Naja gut, egal. Jetzt warten wir mal ab. Alter. So, mal ganz kurz hier. Ja, Kaladok, das ist jetzt gerade sehr ungünstig. Ich würde ja gerne nach Pencanok kommen, aber jetzt gerade ist schlecht. Geil! Und wieder rausgetappt. Ich bin begeistert. Das notiere ich mir noch gerade mal kurz. Oh. Ach so. Müssen wir gleich mal schauen. Mein uns geht so schnell die Nahrung jetzt auch nicht aus. Na los, komm. Baut schneller. Gut, weißt du was? Wir machen das jetzt einfach mal so. Ihr könnt schon mal anfangen zu schießen. Viel Spaß. Na los. Mal schön die Ballisten hier kaputt machen. So, ein Rambock haben wir auch. Und demnächst sind die Belagerungstürme auch noch da. Was ist denn jetzt los? Freya ist 11 Jahre alt. Ach ja, was wollten wir ihr denn geben? Okay, die ist bis jetzt fett auf Ausdauer gegangen. Scharfen Verstand, Kontrolle, Interesse an Menschen. Ich meine, noch mehr Ausdauer. Ja, komm. Dann kriegt sie... Was kriegt sie denn? Führung vielleicht? Achso, da bekommt sie Schmieden als Talent. Ist ja auch nicht so geil. Vogt. Ausstrahlung, okay. Was aber Stangenwaffe. Da kriegt sie was auf Athletik. Das wäre natürlich auch nochmal top. Weil der Rest ist eher nicht so geil. Ja, ja, komm. Da kriegt sie was auf Stangenwaffe. Warum denn nicht? So. Was haben wir hier? Ach, der Bruder dazu ist auch 11 geworden gerade. Stimmt, das waren ja Zwillinge, ich erinnere mich. Ja, was haben wir bei dem? Der ist ziemlich auf Elan gegangen, ne? Ja, gehen wir noch mehr auf Elan, komm. Was nehmen wir da? Stangenwaffe für Taktik? Führung, was ist mit Führung? Da kriegt er in Ausstrahlung noch was. Oder bei Vogt kriegt er Speer. Taktik. Bekommt er Reitkunst noch dazu? Stangenwaffe. Kriegt er noch mehr Athletik. Es ist alles nicht schlecht, aber ich würde tatsächlich sagen, Ausstrahlung und Führung ist gut. So, die Mauern sind auf jeden Fall jetzt Schrott. Was hat Isabella denn jetzt schon wieder gemacht?
Hat die... Uff. Die wurde gefangen genommen? Oh. Aha. Ach so. Isabella hat erstmal direkt wen hingerichtet. Oh je, aber warte mal. Das heißt ja andersrum, die wurde jetzt gerade gefangen genommen. Oh oh, hoffentlich passiert mit der nichts. So, pass auf. Okay, wunderbar. Ich denke mal, wir können jetzt zum Angriff hier gehen. Wird auf jeden Fall lustig. Da bin ich überzeugt von. Mit all den schönen Belagerungsgeräten, die wir da aufgestellt haben, das wird richtig spaßig. So, okay, jetzt mal gucken. Was haben wir denn da? Gwyneth der Hammer. Keine Ahnung, Alter. Will ich die unbedingt befehligen hier, die Jungs? Haben wir irgendwen noch mit Bannern? Irgendwen Nützliches? Morwena die Heldin. Verringerter Litner Schaden durch Nahkampfangriffe. Ja, da kannst du mal hier führen. Der Wolf führt auch noch eine Truppe an. Ach so. Ja, dann ist das ja fast noch besser. Ach komm. Wird auf jeden Fall lustig. Komm, schauen wir mal. Na, Leute. Macht euch kampfbereit. Das wird lustig. Na, wie sieht's aus, Leute? Habt ihr Bock? Ich will doch hoffen. Na? Schön anvisieren, Jungs. Ja, genau, genau. Und... auf geht's! Hui! Und da kommt was geflogen. Oh, schön, schön, schön. Ich stell mal mein Pferd hier ganz unverbindlich ab, ne? Überleg gerade, kann ich da irgendwo rauf? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, geht nicht. Ja gut, dann wünsche ich viel Spaß, Leute. Nähert euch ganz vorsichtig. Ach ja, das hier ist übrigens hier unsere Garde. Sind sie nicht schön? Ich mag die irgendwie. Das schaut richtig schön aus. Mädels... So, passt mal auf. Ihr bleibt mal weiter hinten. Das wird auf Dauer sonst ungesund. So, passt mal auf. Ihr zieht euch mal hier hinter zurück. Genau. Ab dafür. Ach, schön. Schön, schön. Na, schiebt ihr überhaupt... Sehr gut. Aha. Glivel. Das ist ein Held. Aha. Interessant. Also man sieht schon, die KI macht auch selbstständig was und rekrutiert Helden und solche Geschichten. Ach, sind unsere Jungs nicht wunderbar. Ach, Jungs, ihr seid top. Okay, Lupus hat seinen Spaß. Trifft er überhaupt was? Ah, doch, ein bisschen was trifft er. So. So, pass mal auf. Kommt mal zu mir. Wir gehen den Belagerungsturm gleich rauf. Kann ich da eigentlich raufklettern? Ach, das geht! Oh, das ist ja super. Ja, wunderbar. Dann gehen wir doch da gleich rauf. Da können wir uns schieben lassen. Okay, weiter rauf geht nicht, aber immerhin.
Ist ja auch eine schöne Aussicht. Jawohl! Hallo! Guten Tag! Entschuldigung! Ich möchte mit Ihnen über eine Übergabe der Stadt sprechen. Ah! Beziehungsweise der Burg. Guten Tag. Easy going. Ja, das geht sehr, sehr leicht, muss ich zugeben. Ah, ich liebe Zweihandwaffen einfach. Oh! Okay, das war ein goldrichtiger Treffer. Na los! Sehr, sehr gut. Boom. Alter, ihr seid aber auch dumm, ne? Na, auf geht's. Die schnappen wir uns. Ja, das ist eine wunderbare, smoothe Eroberung. Ich glaube, wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Mann verloren. Sorry. Ich muss euch mal kurz abfangen hier. Er ist gar nicht böse gemeint, aber... Na komm, dich kriege ich noch. Jawohl! Endstation. Jawohl, Alter! Alter, keinen Verlust. Gar keinen, Alter. Uff, uff, uff. Das war ja mal eine Vollklatsche. Sehr gut. Ich bin begeistert. Ja, sehr schön. Das hat ja gut funktioniert. Ach du Scheiße. Ja gut, die Pferde nehmen wir mal mit. Ja, der ganze Rest kann weg. Das Ding plündern wir. Ich will das Ding gar nicht haben. Das kann irgendwer anders haben. Ich gehe nochmal kurz zum Verlies. Schmeiß da noch ein paar Gefangene rein. Genau. Supi. Und ja, ich glaube, das war's schon wieder. Ach, speichert auch direkt. Na, sehr erfreulich. Sehr gut. Müssen wir gleich nochmal kurz meine Ausrüstung wieder ändern. Na komm. Das kann ja nicht so lange dauern. So, jetzt halt. Also. Och nö. Oh nö, nicht schon wieder dieser blöde Bug. Oh, ist das nervig. Okay, ist aber kein. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Muss ich jetzt nur gleich dann nochmal kurz mir eine neue Stangenwaffe schmieden. Aha. Okay, okay. Also, jetzt hat es wieder ein paar Friedensabkommen gegeben. Ja, Sturgia ist jetzt aus allen Kriegen raus. Ja, okay. Ist ja durchaus nicht uninteressant. Aber die meisten Königreiche sind noch mit irgendwem im Krieg. Ja. Ja, dann müssen wir jetzt hier erst nochmal schauen. Also, wir gehen zur Schmiede. Ach,
Ich muss ja erstmal wieder warten. Bis meine Ausdauer wiederhergestellt ist. So, ja, Besitzer. Wer will das Ding haben? Basimet, ja gut, bitte, von mir aus. Wenn der das unbedingt haben will, dann soll er es bekommen. Saskia ist eine Stufe aufgestiegen. Das ist natürlich erfreulich. Saskia... Ah, nee, das ist Gwyneth. Gwyneth kriegt mehr Truppgrößenlimits. Ich krieg noch einen Punkt in Baukunst. Okay. Grauenhafter Belagerer. Ja. Saskia kriegt... Ach, du liebe Zeit. Saskia kriegt ja richtig viele Punkte jetzt. Ja. Sehr gut. Gefällt. Dann... Hier noch zwei und hier noch ein Punkt rein. Jawohl, sehr gut. So. Lass mal kurz schauen. Gibt es hier noch irgendwas zum Kaufen? Nichts wirklich Wichtiges, ne. Dann gehen wir mal zur Schmiede. So, freies Bauen. Wie sieht's mit der Lanze aus? Genau, ich wollte nämlich eine gescheite Lanze haben. Eine schöne, lange, gerade, gescheite Lanze hier. So. Zack. Und zack. Genau, diesen Speerkopf mit maximaler Reichweite. Ach, nö! Jetzt ist wieder das Equip weg. Es ist doch zum Heulen. Okay, pass auf. Wo ist das nächste Holzdorf? Wo kann ich hier Holz kaufen? Oder kann ich es irgendwo plündern? Ach, weißt du was? Wir gehen hier zurück mal kurz und holen uns das Holz. Ich brauche meine Stangenwaffe wieder. Das ist ja... Also der Bug ist wirklich nervig. Aha, Morwena rekrutiert hier. Interessant. So. Dann kaufen wir mal das ganze Hartholz auf. Wunderbar. Und wir gehen... Wir gehen wieder zurück zum Frontgebiet, ne? Müssen ja eventuell noch ein bisschen helfen. Ich weiß ja nicht, was diese Armee da macht. Wo läuft die denn hin? Wollt ihr nach Zionica oder was habt ihr vor? Ich liebe das ja, wenn die AI nicht so genau weiß, wo sie hin will. Und dann einfach irgendwas macht. Aber okay, mal gucken. Also, nichts einschmelzen, Quatsch, verarbeiten, verarbeiten, genau. Das kann allerdings jetzt gerade mal kurz Taiping machen. Genau, so. Und sie macht hier den ganzen Rest. Also, die Kavallerielanze, die schwere. Jawohl, maximale Größe überall für maximale Reichweite. Und den panzerbrechenden Kopf. Jawohl. Ja, völlig normales Ding, ne? Gut. Inventar, bitte. So. Genau, das Ding. Genau, dann tun wir hier die Bomben weg. So. Oder warte mal, wir machen es so. Genau. Perfekt. Haben wir für alle Lebenslagen was dabei. So, Charakter. Saskia kriegt noch einen Punkt. Alter, die ist ja richtig gut dabei hier. Saskia ist sehr, sehr fleißig, muss ich sagen. Gefällt. Und schon wieder wird einer hingerichtet. Das ist herrlich. Was haben wir da hinten jetzt? Jalmaris. Ach du lieber Zeit, was kommt denn da alles? Oh! Oh, ist das eine Armee, die auseinandergefallen ist, weil hier so viele einzelne Trupps sind? Ich bin ja fast versucht, die anzugreifen. Feiglinge. Crane ist eine Stufe aufgestiegen. Nice. Na komm. Ach, wir helfen mal kurz den Rogue Knights, oder? Ernsthaft, da sind mir jetzt drei Trupps drauf, drei Leute drauf gegangen. Alter Leute, manches Mal, ne? So, ihr kommt jetzt alle mal mit.
Dankeschön. Und gebt mir auch noch gleich eure Leute, wenn wir schon mal dabei sind. So. Und das alles bitte mal verbessern hier. Top. Gut, was haben wir hier noch? Alles mögliche Zeug. Nehmen wir mal mit. Können sie immer noch verkaufen. Gut. Was macht Morwena da mit ihrem, mit ihrer Armee, Mädchen? Ich muss gerade überlegen. Vielleicht kann ich der direkt einen Befehl geben, was sie angreifen soll. I await your orders. Nee, okay, ich kann ja keine direkten Anweisungen geben, leider. Hm, schade. Wir können ja mal Jalmaris probieren zu erobern. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder wir greifen jetzt erstmal diesen Trupp da an. Now then. Come no. Ja, ja, ist alles gut, Kollege. So, ihr kommt alle erstmal mit. Das ist das Wichtigste. Sammeln euch hier direkt mal alle schön auf. So. Und durch damit. Jawohl. Was haben wir da? Gibt schwere Streitkolben. Mhm. Auch nicht schlecht. Ja, wir haben so viel Platz. Ja, was macht jetzt diese riesige Armee? Das ist halt jetzt wirklich die Frage. Was ist denn da unten los? Hier wird irgendwas geplündert, aber... Nur weil es mich gerade mal interessiert. Wait, what? Ach so. Ja gut, okay, das... Ist aber ganz cool, dass wir das hier auch mal so können, dass wir mal zum Wolf switchen können, um zu sehen, was der so macht. Ja, weiß ich nicht, komm. Du nimmst einfach mal alles mit, was Beine hat, warum denn nicht? So. Alter, der hat ja fast keine Reittiere mehr dabei hier. Eieiei. Ja, bitte zurück switchen, danke. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ach du heilige Scheiße. Das ist ja ein riesiges Banditenheer. Ich glaube, da könnten wir uns mal ein paar Companions verdienen, würde ich sagen. Taiping, was haben wir da? Wüstengeborener oder Waldvolk? Ist alles jetzt nicht so pralle. Wisst ihr was? Ich probiere das jetzt einfach mal. Warum denn nicht? Ha, 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 ha. Sehr gut, sehr gut. Okay, das ist ein Haufen Truppen. Da kann man auf jeden Fall was mit anfangen, würde ich sagen. Jetzt lass mal kurz nochmal gucken. Charakterentwicklung. Corain kriegt noch einen Punkt. Okay. Ja, solide Reserve. Das dürfte interessant werden. Da müssen wir auf jeden Fall sehr defensiv bleiben. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, definitiv. Ich meine, Raubritter, das ist natürlich alles sehr kavalleriestark. Hm. Ich muss jetzt direkt überlegen, wie machen wir denn das am schlauesten? Wo können wir uns denn dahin zurückziehen? Sorry. Ich muss gerade mal einen Überblick über die Karte bekommen hier. Ey, jetzt lass mich doch mal die Karte drehen, Spiel. So, warte mal, wo sind wir denn hier? Okay, da ist der Kartenrand. Ich meine, meine Truppen ziehen sich ja in dem Sinne nicht zurück. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut beraten, wenn wir hier wirklich ganz in der Nähe von den Häusern uns hinstellen. Also wir haben jetzt erst einmal die Ritter, die leite ich. Wir haben... Ja, ich weiß, dass sie beritten ist. Das ist mir aber egal.
Das hier wird einfach der berittene Bogenschützentrupp und die kommen weg. Dann Lupus kann ja mal die Fernkämpfer leiten. Der Amboss leitet die hier so irgendwie. Ja, muss ja, ne? Okay, warte mal, müssen wir gleich mal gucken. Ich habe nämlich so eine Idee, wie wir das eventuell machen könnten. Ah, die kommen von da hinten alle. Ja, wenn wir hier die Gassen zumachen, da haben wir vielleicht eine Chance. Andererseits, die flankieren uns ja easy. Ah, es ist wirklich nicht so. Es ist kein einfaches Gelände, aber es ist für beide Seiten eigentlich kein einfaches Gelände. Nee. Nee, wir machen's ganz traditionell und igeln uns ein. Das ist, glaube ich, einfacher. Genau. Wir machen den Circle. So, kann ruhig ein bisschen größer sein. Dann die zwei in der Mitte. Dann die berittenen Bogenschützen kommen auch rein. So, dann haben wir die Reiter. Die werde ich persönlich anführen. Genau, so machen wir das. Auf geht's, Leute. Okay. Ich glaube, das wird ein sehr intensives Kavalleriegefecht. Entschuldigung. Ist gar nicht böse gemeint, aber ihr müsst leider alle sterben, ne? Schweine! Alter, es geht aber ganz schön auf die Rüstung, Alter. Ah! Urgh. Auf geht's, Jungs! Lasst euch nicht unterbuttern hier! Und wenn auch 1000 fallen. Ah! Boah, die Ritter kriegen aufs Maul. Auf geht's. Ah! Haut ihn aufs Maul. Ja, das läuft aber gut bis jetzt. Auf geht's, Jungs. Alter, was ein Gemetzel. Hau
haut ihn aufs Maul! Ja, Alter. Oh, kriegen die auf die Fresse. Oh, nice. Oh, ist das ein schönes Gefecht. Das macht gerade richtig Bock. Oh, rechts und links und nochmal. Komm. Aufs Maul. Alter, die ganzen Ritter! Boah, Alter, kriegen die Fresse dick! Ah! Ja, mit der Axt, Alter! Oh, die Axt ist so geil! Ich liebe die Axt. Es ist eigentlich fast egal, wo ich hinhaue. Ich treffe immer irgendwen. Entschuldigung. Nee, warte mal. So, ich wollte das anders machen, genau. Schildball. Verlasse ich das Gebiet, das wollte ich gar nicht. Verdammt! Auf geht's, Jungs! Ja, nicht das Gebiet verlassen. Seid ihr doof oder was? Auf geht's! Und durch da! Ja, einfach kaputt reiten hier. Ja, das läuft sehr gut bis jetzt. Oh, ein schöner Sturmangriff jetzt irgendwo rein. Haben die irgendwo noch Truppen? So, jawohl. Ah, da kommen noch, da sind noch ein paar Reiter. Oh, die Reichweite von dem Ding. Oh, Alter, das Tempo. Das Tempo. Oh, einfach alles umreiten hier. Ja, jawohl. Und durch. Ja, das ist jetzt nur noch der Schrott. Wir haben das Schlimmste überstanden. Oh, der Damage ist ja zu geil. Oi. Jetzt haben wir die freie Auswahl, oder? Meine Fresse. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Alter, jetzt haben wir aber wirklich, wir haben die freie Auswahl. Gut. Pass auf. Wir nehmen einmal einen Schrecken des Waldes. Und wir nehmen... Wollen wir noch eine Gardistin nehmen?
Ja, komm, why not? Komm. So, dann machen wir hier. Was wollen wir denn machen? Help, there's a medic. Das ist halt die Frage. Ich würde halt gerne mehr neue Clans aus dem Boden stampfen. Das heißt, wir brauchen Leute mit Leadership und wir brauchen Leute mit. Was war es gleich? Nicht Tactics, sondern Stewardship, glaube ich. Stewardship, des Weiteren Medic und. Von mir aus Medic und Tactics oder was. So, dann machen wir hier nochmal. Dann machen wir hier einmal nochmal Medic und Leadership. Und wir machen. Keine Ahnung, hier, was weiß ich, von mir aus Roguery und Athletik. Komm. Alter, ich hab einen Pfeil. Ich hab einfach einen Pfeil im Hals, Junge. Oh Mann. Alter Falter. Aber Gott sei Dank ist bei uns, also die meisten Leute, es ist nur einer verwundet worden von unseren Anführern. Der Rest hat überlebt. Also hat nicht nur überlebt, sondern hat auch hier ordentlich was gerissen. Ich bin begeistert. Also das finde ich ja jetzt nach geradezu echt geil. Jetzt bin ich gerade überlegen, will ich das. Ich will das nicht automatisch machen. Nee, sorry, das muss man noch in den Part reinquetschen. Weil ich will jetzt nicht, dass die da aus Versehen jetzt irgendwie noch einen Scheiß machen. Das ist hier interessanter Beiname, by the way. Aber gucke ich mir jetzt gleich nochmal an. So, pass auf, dann machen wir das so. So. Genau. So. Pferde kommen hier so hin. Die Briten Bogenschützen hier. Auf geht's. So, folgt mir mal kurz. Wollen wir mal uns ein bisschen um die feindliche Kavallerie kümmern, oder? Ich meine, sehr viele sind das nicht. 19 Stück. Alter, der Damage, wo die gerade durchkrachen. Der Damage ist echt ein Wahnsinn. Also schwere Kavallerie. Alter, ich reite die einfach tot. Das ist ja der Shit. Gut zugegeben, es sind nur Plünderer, aber trotzdem, Alter. Darf ich außerdem mal anmerken, wie unglaublich cool die Einheiten, diese Wölfe da, wie die aussehen? Die sehen mega geil aus. Ich glaube, ich will auch mal auf so einem Wolf reiten. Alter, die erreichen ja kaum die erste Linie da. Oh, ist das ein Gemetzel? Das ist ja Hardcore. Oh, richtig schön. Das Pferd unterm Leib weggeschlachtet. Ach, schön, schön. Oh, da kommt noch eine Welle. Ja, also das sieht gar nicht gut aus für die. Aha. Da sind wieder ein paar geflohen. Alter Falter, es ist echt hardcore hier, ne? Ach! Da sind noch welche übrig? Ha!
Noch ein Companion. Ja, geil. Ja, so, ja klar. Also Companions können wir gar nicht genug haben. Was nehmen wir denn? Leadership. Tactics. Dann von mir aus hier, was? Was war das andere hier? Stewardship und... Ja, keine Ahnung, von mir ist auch Engineering. Komm. Alter Falter. Das ist echt die absolute Härte hier, ne? Ja, du kommst mal mit. Du kommst mal mit. Ah, du hättest sogar noch Truppen hier, die ich mitnehmen könnte. Okay. Ja, Platz haben wir ja, ne? Da nehmen wir mal ein bisschen was mit hier von den höherwertigen Sachen. Ich bin ja regelrecht begeistert. Das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr lohnt. 3 Companions haben wir damit rausgeholt. Es ist halt schon, also... Das macht schon Bock, muss ich sagen. Also, gegen so High-End-Armeen anzutreten... Also, beziehungsweise mit High-End-Armeen gegen solche riesigen Horden anzutreten... Das macht schon Bock. Das muss man einfach sagen. Alter, aber wie viele Leute sind das denn? Viel zu viele! Ach du Scheiße, sind das viel zu viele Gefangene. Die kann ich doch im Leben nicht mitschleppen. Ah, okay. Jetzt halt, so. Pass auf, dann machen wir jetzt gerade nochmal kurz hier. Genau. Machen wir das hier so. Zack, zack. Zack. Können wir noch ein paar Bogenschützen und noch ein paar Armusschützen. So. Der Rest wird verbessert. Wunderbar. Ich danke recht herzlich. Ach du Scheiße, was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben... Ach du Scheiße. Gut, jetzt sind wir wieder langsam wie Sau natürlich. Egal, wir nehmen auf jeden Fall die ganzen Pferde alleine. Ach, weißt du was, komm, nehmen wir den ganzen Scheiß mit. Wir können es ja immer noch verkaufen, wenn es ist. Das hier ist alles Zeug, das können wir der Truppe geben. Ebenso wie das hier, adligen Reiterlanze. Na gut, die können wir mal mitnehmen. Ausgewogenes Ritterschwert auch. Ja, komm, nehmen wir den Scheiß mit. Ach du lieber Gott, das ist immer noch zu viel. Um Gottes Willen. Ja gut, dann, so, komm. Gönn dir. Und da speichert er direkt. Gut, das überrascht jetzt kaum. Der Part war ja sehr ereignisreich. Aber damit haben wir jetzt ein riesiges Banditenheer zerschlagen. Wahrscheinlich mit eines der letzten, die es überhaupt noch gibt. Ja. Ach du Kacke. Okay. Jetzt nochmal ganz kurz fürs Protokoll. Was haben wir uns jetzt da geholt? Braddock the Stallion. Norena the Centaur. Carrion the Ranger. Ich glaube, ich werde da mal ein bisschen was umbenennen. Also Centaur beim besten Willen nicht, Alter. Aber wenn wir schon mal gerade dabei sind. Ich möchte ihr Reittier haben. Gib mir mal deinen... Ja, der Wolf ist alt, das ist mir doch egal. So, pass auf. Du kriegst dafür mein Pferd. Das war da heiß Blut. Ich nehme dafür den Wolf, weil ich den auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Wie der so ist. Okay, gut, das sieht ein bisschen sehr seltsam aus. Okay, nee. Dann machen wir das anders. Dann nehme ich mir den Eneas Sattel. Den abgenutzten. Und sie darf das Wort A Heißblut haben und den Kataphraktenharnisch. So. Gut. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, um das ganze Vorteilspunkte verteilen und so weiter, darum kümmere ich mich jetzt dann gleich vor der nächsten Aufnahme. Auf jeden Fall, wir sind gut weitergekommen. Also, eine Burg immerhin erobert. Haben hier noch ein bisschen
noch drei Companions uns geholt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das ist auf jeden Fall eine Basis, auf der man aufbauen kann. Ich würde mal sagen, speichere das Ganze direkt mal ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge, ja, werden wir mal sehen, dass wir aus dem Krieg hier mit dem Imperium rauskommen. Beziehungsweise, dass wir denen vielleicht noch ein oder zwei Gebiete abnehmen, wenn wir dazu in der Lage sind. Und ja, mal sehen, wann das Imperium dann um Frieden bitten wird. Ich meine, das können die ja nicht mehr ewig durchhalten. Das wäre irgendwie auch ziemlich albern, wenn das der Fall wäre. Also mal schauen, mal schauen. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Servus und ciao.